Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online im neuen Jahr 2014, wo wir uns in der letzten Folge ein bisschen ausgetobt haben. Und diese Folge wollen wir zeigen, wie man sich den Speeder holt. Das ist einfach. Und Genau, also ich ist da eine alte Nummer. Ne, pass auf, ich glaube, ich spring lieber raus. Whee. Jetzt hole ich mal gerade mal bei Herr Pegasus. Alter, geil, mit Körper ins Wasser. Mega Aktion. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man sich dann liefern lassen muss extra und bla. Finde ich ein bisschen schon, also der Rishi ist schon am Start, der Avenger ist schon am Start, der Currywurst, ja, die Alchemisten. Gleich auch. Es ist blöd, dass wir jetzt alle dieselbe Farbe haben. Also was der Grung erzählen wollte, ne? Da kommt der Nächste, der fällt gerade ins Wasser. Wer uns mit den Speedern eine kleine Seeschlacht erlauben wollen. Jetzt warte ich mal gerade, wo der Speeder bleibt. Aber wir rammen uns dabei, muss man dazu sagen. Wir rammen uns, genau. Wir rammeln uns. Ach Gott. Naja. So, wo bleibt der? Wo bleibt der? Wo bleibt der? Heute machen wir wieder eine seriöse Folge. Wir haben bestimmt den größten Shitstorm unseres Lebens wegen der letzten Folge kassiert, ne? Wir vor allen Dingen. Ja, das ist ja wieder, ey. vor allem ich alleine, ja, ich hab das ja genau. Ja, du hast die letzte Folge war nicht so gut, Sarazza von dir. Also nee, die war ich auch enttäuscht einfach. Ja, ich hab die Heide drauf super geaimt. Eben dich gleich. Ich hab dich nachgestellt, Alter. So, wo bleibt denn der Speeder jetzt? Jetzt musst du Pegasus anrufen. Hab ich doch, hab ich gemacht, aber irgendwie kommt doch nicht. Das ist eigentlich so ein Bootsymbol auf deinem Ballon. Sieht nice aus hier. Nee, hab ich noch nicht. Finde ich cool. Der Avenger ist doch da oben irgendwo. Ach du Scheiße. Der Avenger ein Stück zurück und der Tobi ein Stück vor. Dann stehen alle in einer Reihe. Alle dry zusammen. Boah, wie komme ich denn jetzt da hinten? So, aber lass uns ein bisschen rausfahren, bevor wir uns rammen, oder? Ja, das sieht aber so. Ja, aber das, wenn wir alle losfahren gleich, sieht super geil aus, wenn wir alle in so eine Reihe stehen. Sieht mega aus. Der 616-Player muss ja auch in die Reihe stellen. Aber ich finde, das Boot vom Avenger sieht eigentlich am coolsten in weiß aus. Warte, ich zieh mir schnell die Heideltrautmütze an. Och, willst du mich verarschen? Mein Boot steht am ganz anderen Hafen irgendwo. Ey, leck mich doch. Nee, da muss ich zum anderen Hafen rüber. Ey, weil dann fahren wir den Gong, ich fahr dich zum anderen Hafen. Ja, du kannst auch bei uns reinjumpen. Warte, dann fahren wir dich dahin. Dann fahren wir alle in einer Gruppe, in einer Kolonne. Ach ja, das ist ja bei Hüte, sorry. Nee, ist ja bei Hüte. Ich muss das Inventar ändern. Hier, der Weihnachtsmann muss ich ausziehen. Wie er den Weihnachtsmann dahin anzieht, ey. Nee, ich will ja gar nicht. Ich will mein Heideltraut-Outfit. Warum kommst du darauf? Hallo? Warum Heideltraut? Warum? Wo ist denn, wieso wegen den Ohren, das liegt auf der Hand. Hab ich Scheiße, ich kann das gar nicht anziehen. Hier bei 616? Nein. Kannst du mich kurz rüberdriften? Das wäre super. Letztens hast du noch gesagt, Dennis, du bist so hübsch. Ja. Ich könnte dich als Gemälde auf meinem Körper haben. Ich rasiere dich in meinem Gesicht. Das war, als deine Freundin mit dir Schluss gemacht hat, Junge. Ja. 616, bist du da? Die dritte Folge innerhalb eines Monats. Kannst du eine Markierung setzen? Hab ich. Komm, wir holen jetzt gemeinsam den Gronkh ab. Aber warte. Grönchen! Komm, wir fahren den Gronkh jetzt gemeinsam dahin. Ich weiß gar nicht, wo wir hinfahren müssen. So, Markierung ist gesetzt, aber sieht man auf dem Wasser irgendwie nicht. Ist geil irgendwie, ne? Ey, cool, dass wir auch ein bisschen andere Boote haben. Kannst du die sehen auf dem Boot? Ah, super. Übrigens der Speeder. Geht's denn lang vorne, links oder rechts? Hat der Speeder links. Rechts. Tobi! Rechts. Tobi! Links. Der Tobi hat mich als Rampe benutzt. Links dann halt. Geil. Warte links. Mal. Warte mal, Tobi. Ja? Komm mal. Alter! Tobi, geil! Ich bin über den Tobi drüber gerade. Tobi, komm mal her. Jetzt mach ich das noch über den Alchemisten. Das sieht aus wie Delfine. Das sieht aus wie Delfine in der Brunft. Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen. Tobi, warte, ich muss kurz Wasser ausspucken. Wo fahrt ihr alle hin eigentlich? Da sind wir hier. Wir fahren die falsche Richtung. Wir fahren dann noch den Salazzo hinterher. Ja. Ich wollte eigentlich dem Gronkh hinterher, aber der ist irgendwie abhanden gekommen. Nee, du bist einfach vorausgefahren irgendwie. Ach so, ich denke, wir holen da ein Bötchen. Ja, aber das ist in einer anderen Richtung. Ja, wo bist denn du? Wir sind jetzt schon links irgendwo. Ich glaube, ich kriege einen Drehkreis. Benni, pass auf, Benni, fahr mal hinter mir und jetzt bremst du, fliegst du um mich drüber, pass auf, jetzt. Ich habe ja einen Blindpassagier. Bam! Yo! Sehr geil. Er hat die Heideltraut helfen Ohren. Interessante Architektur. Bremst mal, Avenger, bremst mal. Das zählt auch. Ach, schön. Wer ist das, Benni? Bist du von mir? Ah, fuck. Okay, übrigens immer noch unsere selber gleiche Mega-Session. Ich bin übrigens dafür, dass der Valentin... Ja? Der Sarazza. Ich heiße nicht Valentin. Ach so, du bist der Heideltraut, ne? Nee, ich bin kein Heideltraut. Aber du warst in der letzten Folge Heideltraut, Alter. Ne? Ja, Heideltraut war ich in der letzten Folge. Ja, geil, dann brauche ich das ja mit dem Wackelpudding gar nicht machen. Doch, mit dem Wackelpudding musst du leider das machen. Das ist ja schon längst gebucht. Aber ich bin ja jetzt Fall, wieder Sarazza. Das war ich ja möchte schon auf jeden Fall, dass der Tobi mir das abschlägt. Ey, als ich die Ohren ausgezogen habe, ist das direkt wieder zu dir übergeschlagen, Heidi.
Dann also haben wir den Wackelpudding schon vor 3 Monaten gekauft, damit er abgelaufen ist, wenn es soweit ist. Einer hat mir in die Kommentare geschrieben, das ist kein Witz, das ist kein Witz. Einer hat mir in die Kommentare geschrieben, nimm bitte, pass auf, dass es roter Wackelpudding ist, dann sieht man nicht, ob der Walle da rein uriniert hat. Hat er so einen manchmal Blutstrahl glauben die was? Leute wirklich, ganz ehrlich, da bin ich manchmal wirklich überrascht, dass die Leute glauben, wir werden, weißt du, wir zählen hier 60% nur Schrott. Ja? Was? Und das ist einfach, das mit Wackelpudding, darauf bestehe ich. Aber ich würde da niemals reinpissen, als würde ich das meinem Kumpel antun. Ey, wir sind ja nicht wieder Jackass. Ja, ja, echt, Sarazza, also Wackelpudding ist ja noch lustig, aber... beim Firmenessen, Leute, da kriegen wir auf jeden Fall Erbrochenes. Ne, mit dem Popeln, verrat das nicht, mit dem Popeln, Gronkhspizza. Ach, ich dachte, Tobi. Die, wo der Tobi erkältet war. Jetzt finde ich den Knopf nicht mehr hier. Jetzt finde ich den Knopf nicht mehr hier. Welchen Knopf? Den in der Mitte? Ach, weißt du jetzt nämlich den? Oh ne, das geht das nicht. Warte, so. Weil es hört mal neu starten gerade. So, hier sollte das Boot jetzt sein. Ich. Ey, wenigstens habe ich Windows 98. Das liegt wahrscheinlich damals drin. Noch. Das war übrigens 95. Ach so. Warte mal, das Boot. Ich steige mal eben ganz kurz aus. Kann das ist ein Klassiker, damit kannst du keinem mehr kommen mit Windows 95. Die Leute, die Windows 95 sind heute 18 Jahre alt. Ne? Boah, hör bloß auf, ey. Darf man gar nicht drüber nachdenken, was das heißt. Ja, dass wir alte Säcke geworden sind. Ja, ne, Grandpa, hast du recht. Ne, kleiner so. Dennis. Ach, jetzt muss ja, ich mein Opa, Sari. Jetzt muss ich da auch noch rein, oder was? Dennis. Boah, was macht der Dennis da? Will wieder hoch hinaus, der Junge. Ich wollte mal gucken, was es da hinten so zu sehen gibt. Guck mal hier, alle Hoppi! Ihr müsst mal über diesen Pfeiler da schauen, Alter. Oi, oi, oi. Vollbremsung. Oh. Welche eingelegt? Hat super geklappt. Willst du mich verarschen? Wie komme ich denn jetzt an mein scheiß verkapptes Boot, Alter? Scheiße, mein Boot hängt fest! Die Challenge heute ist, finden wir Gronkhs Boot. Ey, das ist doch Boot. Das ist doch, Leute, ich will nichts sagen, aber... Yeah! Du gibst eine super Rampe ab, Alter. Ja komm, flieg mal drüber, bitte. Gregor, Rampo. Sollen wir dir helfen? Ja, das Problem ist, das Boot ist irgendwo da drin oder weiß ich nicht wo. Ja, es ist bei mir. Hier, Tobi. Warte, lass mal gerade, seid mal gerade still, weil sonst können die beiden nicht kommunizieren wegen dem Boot. Ja, dein Boot ist ein Hangar hier. Ja, das ist natürlich ein Traum. Wie soll ich da jetzt reinkommen? Ich will ja nichts sagen, aber der Tobi und ich... Oh, danke. Was ist denn das für eine verkackte Idee, das Boot da zu platzieren? Die hat da drüben den Heidi springen. Wer programmiert denn so ein Mist, Alter? Komm mal da dran an das Boot. Ja, warte, ich muss mal... Oh. Ich bin voll gegen die Wand. So. Nee, ich bin. Oh, Beule im Boot. Ist nicht so gut. Komm, die Challenge ist alle beim. Ist nicht so gut. Über mein Boot. So, bei wem steige ich jetzt ein? Ich sehe nur Boote fliegen gerade. Willst du einfach mit uns? Oh, kannst du rüberfahren, Dennis? Ich probiere mal ganz kurz, ob ich vorne rumkomme einfach. Ich häng fest, Benni. Kannst du mich irgendwie. Wir müssen dich irgendwie lösen. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Was ist denn das für eine bescheuerte Idee, das Boot da spawnen zu lassen? Ey, du musst mal den ACC-Akut beim Dennis machen. Alter. Tobi, mach mal irgendwas. Nehmen und gut. Warte, ich schieb dich mal von hinten an. So langsam. Ich guck mal, von hinten ist das hoch. Ja, nee, ich schieb gar nichts hoch. Bin ich froh, dass ich nicht im Becken bin, wo der Walle wieder von hinten anschieben will. Alter, Tobi, steht da oben im Auto oder sowas? Oh, da ist jemand nach oben, Leute. Six-Player. Oh, das ist einfach mal dumm gelaufen. Ja. Hey, juhu. Boah, geiler Jump. Du hast geschafft. Ja, der Six-Player ist auf jeden Fall am Arsch jetzt. Da bist du wieder draußen, super. Ja, du musst jetzt. Und direkt wieder drauf. Nochmal. Hol dir einfach ein anderes Boot im Notfall. Ja, ich bin hier draußen wieder. Ups. Das ist doch ein Witz, Alter. Mit wem sitze ich denn hier im Boot? Mit der Rishi, ah. Na, löschen. Im Notfall kannst du auch zu mir ins Boot jumpen, wenn du willst. Ich kann dich gerne abholen, wenn du da kennst, Chris. Jojo. Nee, ich seh's schon da stehen. Aber, Alter, das ist... Was ist das denn für eine verkackte Idee, das hier spawnen zu lassen? Ganz ehrlich. Ich komm zu dir. Das ist ja ein Huhn. Hier. Kannst du rein. Ja, warte, ich bin ja eh gleich da. Ich muss like a Benny. Irgendwie durch das Stahllabyrinth. Also ganz ehrlich, also wie kommt man denn auf sowas? Ich warte hier gerade an dieser Treppe, Alter. Kommst du jetzt mit Boot oder ohne? Ne, ich komme gleich mit Boot raus. Ich laufe gerade darauf zu. Oh, Sarazza. Dann machen wir weiter Sprung über den Dennis. Ist ja unfassbar, Alter. Ich bespringe den Dennis. Machst du doch gerne, ne? Weißt du doch. Du guckst ein bisschen, du. Boah, Alter! Ich bin unter Wasser! Ich war komplett unter Wasser. Und ich war komplett ins Wasser, so wie so eine Rakete, so ein Torpedo. Freust dich beim Duschen auch so? Jetzt hast du gerade meinen Penis, den Namen meines Penis verraten. Torpedo.
Tesafilm. Dein Penis heißt Tesafilm, Alter. Tesafilm. So, juhu. Hm. Na endlich. Es tut mir sehr leid, dass ich die Folge ein bisschen verzögert habe. Der Grunk, der zieht alles in die Länge heute hier. Yay. Wo ist der Grunk denn? Boah, was ein Sprung. Ich finde aber, das mit dem Jumps ist okay. Auch geil. Macht voll also, Spaß. Also dann lasst uns mal irgendwie... Wow, Alter. Wo ist denn der Tobi? Vielleicht sollten wir so einen Kreis oder einen Zirkel, so dass wir alle mit den Nasen zusammen und dann ab geht's. Mhm. Ein Zirkel der Alchemisten? Ja, warte, stopp mal. Hier, guck mal, ich bleib mal hier stehen gerade. Ich fahr mal zu dir. So, dass wir uns so sammeln. So. Genau. Au, Tobi, langsam. Ja! Ey, warte mal, ihr seid voll die geile Rampe, warte mal. Ja, man mal. Kann... Genau, wir müssen alle in eine Reihe. Dann warte kann man drüber. Ich will mal über euch drüber springen. Stellt euch mal alle in eine Reihe. Vorsicht. Der Rishi und ich, wir machen das jetzt mal. Ich muss näher ran an euch. Ja. Also wir schwer die Position zu halten. Okay, ja, ist echt schwer. Ich brauche mehr Anschwung. Beeil dich, Dennis. So, warte. Ich drehe gerade. Von da hinten kommst du, ne? Ah, da kann ich es gut sehen. Das ist gut. Das ist ein super Perspektive. Wie das aussieht. Warte mal, kurz. Echtes Eichenfurnier. Echt? Oh, da kommt jemand. Komm. Und yeah! Geil! Hammer! Ich spring raus. Geil. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Komm. Ich will nicht aus der Reihe raus, weil das gerade so cool ist. Ja, irgendwie ja, ne? Yeah! Oh. Benny! Ja? Okay, bin ich ja da. Ich hab dich fast gedreht. Ich bilde nochmal eine Reihe. Wer ist der Nächste? Juhu! Der Grund, ich hab gerade den Nächsten gesehen. Es war aber auch echt geil, wo der Heidi eben so fehlstand mit dem Schiff auf diesem... Oh, aber nochmal? Soll ich nochmal einpacken? Soll ich da nochmal einpacken? Juhu! Geil! Juhu! Oh, zu viel Boot. Ich hätte gern so ein Kapitäns... auf einmal gerade, ich hätte gern so ein Kapitäns-Outfit. Ja, ne, das wäre super. Was auch geil wäre, wenn es so ein riesen Kreuzfahrtschiff hier geben würde oder sowas. Boah, das wäre auch geil. Oder so ein Mississippi-Dampfer. Ja, genau. So. Soll ich nochmal da hinten einparken? Dann könnt ihr nochmal drüber jumpen. Ganz cool. Tobi, einfach mal den Tobi gecrossed. Wer hat denn hier dieses schwarze Boot? Das Six Monster. Kann man das eigentlich färben noch irgendwo? Ja, dann musst du mit nach einem Spray fahren. Wie betteln wir uns denn jetzt? Wir können uns gar nicht betteln, so wie so. Nee, das funktioniert überhaupt nicht. Mal ich hab mal eine Idee, Leute. Wir sind dieses Channel-Profis. Ja, man kann schießen, ne? Wir machen das so, dass der Walle oder jemand sich auf das Boot draufstellt. Und wer den zu. Also nicht als Fahrer, sondern sich einfach draufstellt. Und wer es schafft, denjenigen runter zu kicken, der hat gewonnen. Okay, dann stelle ich mich mal hin. Du musst dich aber irgendwie in die Mitte stellen. Aber woher weiß man, dass du das bist? Ja, das sieht man ja. Man sieht es ja in meinem Outfit. Ich habe ja die Heiligtrautohren an. Was für eine Farbe hat dein Boot denn? So rot. Ich stehe hier doch in der Mitte. Du siehst mich. Da siehst du das schon erst. Ich bin ersoffen. Nein, ich war aber unter Wasser. Krass. Mein Boot ist voll am Kentern. Alter, du hast mich runtergehauen. Wer war das gerade? Ich hab den Sarazar weggeschoben. Alter, wie geil ist das unter Wasser gerade. Weil die Boot hier. Alter, wie geil. Meine Fresse! Das ist der Obershit! Boah! Spring mal bei meinem Boot gerade! Oh, jetzt bin ich gestorben, scheiße! Okay! Ich war so bestaunt, ich habe überhaupt nicht mehr auf mein Leben geachtet. Hab gerade so gestaunt und da war er mal so cool aus. Ah. Komm, ihr könnt mal bei mir versuchen, ich habe ein schwarzes Boot. Oh, hier ist ein Cargo-Bob, ich bin direkt beim Cargo-Bob gestartet. Gestartet, hier komm! Avenger! Geil. Ja, komm mal mit dem Cargo-Bob und schlepp uns ab. Ich euch! Beobachte das gerade. Aber lass uns mal alle in ein Boot stellen, warte mal, ich geh mal beim Gronkh rein. Ich bin nur super schlecht. Ich komm näher ran. Naja, warte, da seid ihr ja, ich bin ja direkt hier. Okay, warte. Wo ist der Wendekreis, aber zu gut einfach. Oh, die Wellen, ne? Zu heftig. Ich bin jetzt der Rettungssanitäter. Okay, dann schlepp mal den Gronk bitte ab. Oh Gott, das schaffe ich doch nie. Da vorne ist aber auch mein Boot. Das steht Mutterseelen allein. Wer ist denn der Gronk? Ich sehe ihn echt nicht, wir sehen alle gleich. Der mit dem weißen Hut. Puff-Outfit. Weißer Hut, ich bin hier 5000 Meter über dir. Ja, lass den mal von ganz oben auf. Bleib mal auf eine Stelle. Bleib mal da. Genau, probiert mal in dieses Ding ranzuspringen, an den Haken. So, du musst den Haken aber erstmal. Wie mach ich das nochmal so, ne? Ja, so. Ne, das ist falsch. Auf Select. Warte, ich muss mal ein bisschen höher. Ne, Select ist Perspektive wechseln. Wie ging das denn nochmal? Rechts musst du mit dem Steuerkreuz rechts. Es gibt hier keinen Select, ach egal. Drück mal nach. Ja, genau. So, und jetzt komm ein bisschen tiefer.
Ich kann ihn ein bisschen tiefer. Ich will an den Haken. Ich will. Wer kommt zuerst an den Haken? Und ich gehe mal hoch und runter so. Gemeinerweise. Hoch und runter, das ist deine Leidenschaft. Ja, ja. Oh, das Kind des Herzens. Avenger. Wer ist da dran? Der Avenger. Das ist das Fischerspiel. Du musst jetzt auf das Dach absetzen. Ja, das ist eine tolle Nummer. Das ist eine gute Challenge. Was machst du? Werde erdrückt vom 660. Ach so, ich dachte, du redest mit mir. Ich dachte, das war alles in Ordnung. Nee. Lass mal los, Walle. Mal gucken, was passiert. Lass ihn mal los. Wie lass ich ihn los? Jetzt voll den voll die nochmal rechnen. Boah, wie der Walle sich im Kreis dreht, ey. Boah, wie geil. Alles gut. Alles lebt gut, aber noch, Alter. Ne? Ja. Warte mal, kannst du mich mal hochheben? Mal? Kannst du mich mal hochheben und ganz nach oben? So ja, wollte ich gerade sagen. So wie hoch wie es geht. Ja. Okay. Hier, Heidi und ich sitzen gerade sowieso in einem Boot, da brauchen wir uns gar nicht streiten. Okay, dann dockt euch an, ich komme hier hin. Warte, wo bist du? Vorsicht. Walle, du fährst falsch. Fast. Hilfe. Walle, warte mal. Boah, geil. Warte mal, lass mich mal mit auf das Boot, ich stell mich da mal mit drauf. Okay. Warte mal. Ja, fahrt doch zu mir, ihr seid auf wie gelenkt. Ja, warte, der Tobi wollte nochmal ganz kurz aufs Boot kommen. Wo bist du denn, geil. Tobi? Du musst auch mal zu euch geschoben. Ey, das sieht so cool aus, wenn die Wellen da. Walle, warte kurz, ja? Ja, ich bin am Warten. Okay, der Curry kommt auch. Mini-Tempo nach vorne. Walle, warte kurz, ne? Ja, ich warte kurz, der Salazar. Hilfe! Der Tobi kommt auch, haben wir noch Platz? Ja, ansonsten bleib ich stehen. Ach nee, geht. Super. Jawohl, super. Der Puffer da mit den drei. Wieder, weil Erik gerade nach hinten geguckt hat. Also weiter kann ich den Haken echt nicht reinlassen, Freunde. So, wir sind jetzt. Warte, die kommen jetzt. Der Haken. Ich glaube, die Reishi wird das nicht überleben. Das glaube ich auch, die steht nämlich nur. Aber das macht Sarazar, du musst uns so hoch wie es geht, ne? Also bis über so Wolks. Bis über so Wolks. Ja, ich bin dabei, ich werde das kriegen. Warte, so. Und am besten über die Stadt loslassen. Ja, komm unter den Haken. Ja, so bin ich perfekt, oder? Ein bisschen der tiefer Haken, noch. Der Haken. Ja, ich hab euch. Jawohl. Super. Oh, das gehakt aber ziemlich scheiße. Alter. Okay, so hoch wie es geht. Ich muss kotzen. Wer sitzt denn noch drin? Was? Heideltraut hat Turbinator erledigt? Ja, Heideltraut ist da drin. Der Grund ist da drin. Alter, Drehwurm. Alter, wie sich alles dreht. Warte mal. Alter, ich lass den Gronkh noch rausfliegen. Krass. Boah, mal hier rüber ein bisschen, Alter, damit ihr das aussehen. Ja, ey. Kommt zu euch, damit ihr das auch alle sehen. Ich bin voll der Rotor. Von dem Benni hier. Alter, wie schwimmst du da? Ich hab keine Ahnung. Das liegt daran, weil der Haken so am Weg ist. In die Stadt schaffst du das? Perfekt. Wie hoch willst du noch, Gronkh? Einfach so hoch wie möglich. Wie wir wackeln. Jetzt über die Stadt runterlassen. Also, Alter, wie krass. Mal gucken, ob wir das überleben. Und die Jungs da unten auch noch. Man sieht so die Boote immer kleiner werden. Schade, dass alle rausgefallen sind. Ja, das sah mal lustig aus. Wir fliegen gerade mit dem Heli zu. Warte, jetzt werfe ich dich in den Rotor vom anderen Heli. Boah, der toll, danke. Mir nee, das kriege ich nicht hin. Mit dem Boot das, ob das ein Achievement gibt? Wollt ihr mit dem Boot zur Stadt? Ich will den lieber hier über Wasser fallen lassen. Ja, der dreht sich auch die ganze Zeit. Das liegt daran, weil diese Boote immer so hoch. Ich muss das auch voll aushebeln die ganze Zeit hier mit dem Flieger. Man dreht sich halt auch die ganze Zeit mit dem Ding, weil diese Boote so ein komisches Gegengewicht erzeugen. Also wenn ich da jetzt drin sitzen würde, ich würde so kotzen einfach. Ja, nur. Ich würde Alter, so kotzen. Die neue Lebensangst, Alter, mal abgesehen davon. Ich stell mir vor, du hängst da an so beschissenen Haken, die ganze Zeit dreht sich das Boot. Vor allen Dingen ist es auch so riesenhoch hier gerade schon. Boah, mega hoch. Das seht ihr dann im nächsten Super-Homie-Video. Okay, Alter, ich glaube... So wir machen gerade was richtig Geiles, lassen. Leute. Wir machen gerade was richtig Geiles. Wir fliegen gerade über die Stadt und dann will der 616 uns gleich runterfallen lassen. Buah, Boot. Wie wahnsinnig. Mit den Currywurst. Ja, ich lasse den Gronkh mal über dem Wasser lieber abflauen, weil ja, ich glaube, das ist sinnvoller. Weil vielleicht überlebt er das sogar. Ich würde ob das Boot das überlebt. Wie dein Boot aussieht schon, das überlebt es doch nicht, oder? Wetten GTA, das Boot überlebt es super. Na komm, Gronkh, ich lasse dich jetzt fallen, dann gabel ich dich nochmal auf. Alles klar, okay. Aus dem Flug musst du wieder geil! Ich wäre mal ins Boot gesprungen! Alter! Achso! Geil, da kriegt der Walle Alter, noch! Alter, mega! Geil. Jetzt kann ich dich natürlich nicht mehr aufgabeln. Ich bin irgendwo... Aber du kannst jetzt mit dem Boot wegfahren. Weil ich lande jetzt auf deinem Boot. Was ist eigentlich mit dem Helikopter, mit dem Cargo? Weil da vorne gibt es eh neue Helis. Ich bin direkt über dir. Guck mal da oben. Hast du einen Fallschirm? Oh, da kommt der Cargo-Bob irgendwie näher. Oh! Was ist der Tobi eigentlich? Schwimm grad zu den beiden. Da kommt der Cargo-Bob. Jetzt, Gronkh, vorne. Okay. Boah, was war das denn gerade? So der Cargo-Bob. Curry, ich hoffe, du hast mir gerade beide auf den Fallschirm geflogen. Passt schon. Alter, wie geil. Das war eine super Aktion. Ey, du musst mal, Curry, du musst mal die Kamera. Noch krass. Und jetzt lande ich hier auf dem Boot.
Boah, die Ego-Perspektive ist so eklig. Die Ego-Perspektive. Ja. Wie sind geil. Die anderen eigentlich? Hallo, ich komme gerade zu euch geschwommen. Geiles Höschen. Ah, okay. Boah, mach mal die Ego-Perspektive. Alter, das war mega die Aktion gerade. Das war geil, war geil. War cooler, als dann dich einfach fallen zu lassen und einfach wieder runter zu fliegen. Ja. Einfach mal abspringen mit dem Flugzeug, mit dem... Boah, ey, wenn du diese externe Ansicht Flugzeug, machst und du Helikopter genau und Mensch, alle im Flug. Was meine ich? Boot? Gas mit dem Boot? Nee. Ey, wir können da vorne hin, Gronkh, wo wir gerade eben waren. Nicht. Da bei diesem Hangar, da können wir uns einen Helikopter holen. Vielleicht steht da auch wieder ein Cargo-Bob. Das wird geil, wenn links jetzt, rüber links. Könnt ihr sehen, was links? Der 6... da, wo die Kräne sind. Links, wo die Kräne sind. Ah, alles klar, warte. Hui! Da ist auch noch mein Boot im Notfall. Ey, dann komm mal zu uns geflogen, Jungs. Mach mal. Dann könnt ihr den, okay, 616, hast du gehört? Du musst da noch warten, bis sie kommen. Wir fallen da mit dem Boot in der Stadt runter. Wir sind ganz, ganz oben. Geil, endlich mal wieder eine Folge, wo was geklappt hat. Hier, guck mal, da ist er. Da ist der Cargo-Bob. Soll ich ihn holen und ich mit dem Boot abgabeln? Bitte lange dauern, gerne, oder? Ich hätte dich ja doch hingefahren. Ach ja, vielleicht besser sogar, komm. Alter. Warte, komm nicht mal in eine Schiffsschraube, ne? Boah, wir sind ganz oben, ey. Krass, wie das aussieht, ey. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich sehe euch überhaupt null. Ja, ihr müsst über mal der zu Stadt, uns kommen mit dem Cargo. Über der Stadt sind wir. Warte, hier kannst du mich rauslassen. Ah, jetzt, ach ja, hat der voll gelohnt. Echt? Was macht ihr denn gerade? So, macht 10 Euro. Was macht er denn jetzt gerade? Wir holen Cargo Bob und probieren nochmal Dinge aus. Ich mach einen auf Hitman heute. Dann kommt er mal zu uns geflogen. Charakter sieht echt aus wie Hitman, meiner im Moment. Stimmt. Ich glaube, ich steige am besten beim Ball in den Heli mit ein, oder? Weil ich fliege eh wieder raus. Warum kann ich jetzt gerade hier nicht hoch? Alter, bist du zu blöd, die Leiter. Nee, Alter. Wie hoch wir sind, ey. Lass doch den Tobi fliegen und komm mit ins Boot. Ey, ich krieg die Leiter nicht. Tobi, kannst du die zu uns fliegen? Ich hab die Leiter nicht bekommen die ganze Zeit. Walle? Ja? Wenn du Bock hast, komm ins Boot, lass Tobi fliegen. Ja, der Tobi fliegt dann zu uns und dann fahren wir gleichzeitig vom Himmel. Ich glaube, ihr fliegt raus, wenn ihr in dem Boot sitzt. Das ist ja, das Problem. Ich glaube, das ist... Nee, wir sitzen alle im Boot. Wir sitzen zu fünft hier im Boot oder zu viert. Ich glaube, es lag nur an dem ungünstigen Winkel. Ja, du musst die in die Mitte, das Boot in die Mitte packen. Dann jetzt fliege ich mit ins Boot. Okay, probieren wir es mal aus. Mal gucken, was passiert. So, warte, ich hocke mich mit in dein Boot. Boah, wie krass das aussieht gerade, Leute. Hä? Also ich bin jetzt im Cargo-Bob. Achso, und Avenger fliegt? Nee, Avenger, weißt du, was du machen sollst? Irgendwie starten mit Boot. Bringt ruhig rein in den Cargo-Bob, wenn ihr wollt. So, ja, ich bleib mal im Boot sitzen, mal gucken, was passiert. Okay, wer auch immer bei euch fliegt, der soll den mal hier hinbringen. Ja, mach ich. Und dann fallen wir gleichzeitig vom Himmel mit dem Booten. Mal gucken, ob wir so spannen. Musst du ganz knapp, muss ich wieder ganz tief bleiben. So, wo bist du? Ach da, boah, soll ich zu dir? Alter, naja, du zu mir auf jeden Fall, das ist einfach als ein Boot zu kämpfen. Hey, wie hoch wir sind, Alter. Zum dritten Mal bin ich Rang 26 geworden, geil. Ja, der speichert das auch eigentlich. 16 muss die Maschine ein bisschen lockerer halten. So, pass auf, pass auf. Ja, warte, wer tiefer kann ich kaum, Alter. Das Problem ist nur, ich darf jetzt nicht... Aber super geil, Alter. Muss ganz super geil. Ich kann hier nicht in den Haken reinfahren, weil dann hast du mich wieder am Rand direkt. Du musst mich ja, also am Rand ist gut, aber in der Mitte am besten. Alter, ich hätte euch doch haben müssen gerade in der Mitte. Eigentlich schon. Boah! Warte. Schnell, nein! Da hört sich nicht gut an, Leute. Nee, ich glaub, das wird nichts mehr. So hat sich der Cargo-Bob gedreht. Geil. Einfach ins Boot getitscht, so locker flockig, und dann dreht er sich und liegt einfach kopfüber auf dem Boot. Lebt ihr denn noch? Ich sehe euch gar nicht mehr. Ja, wir leben alle, wir sind einfach ausgestiegen. Alles gut, aber spektakulär. Das machen wir jetzt. In der Folge, Alter. Okay, 616, flieg uns mal genau über die. Sind wir umsonst in die Stadt geflogen. Da gibt's aber einen neuen Heli. Nee, wir kriegen noch einen Heli. Das spawnt der direkt wieder. Geht mal genau. Achso, schwimmt da wieder dahin, okay. Ja. Boah, wie schnell wir aber da fliegen, Alter. Aber was war denn da los? Ja, richtig schnell. Ich hatte eben einmal... Ey, wie schnell wir gerade über die Map fliegen. Ja, boah. Verrückt. Der rasende Falken! Einfach nur verrückt. Aber nochmal großes Lob an den 616. Super geil. Jetzt ist kein Helikopter da, scheiße. Gerne. So, lass uns genau über den Falle fallen. Wir müssen weggehen, ne? Ja. Wir sind zu nah dran gewesen, alle. Nein, aber hör's nur. Warte, was haben wir denn da vorne in dem Hangar drin eigentlich? Okay, warte. In der Werft. Dein Hang ist ein U-Boot. Langsamer werden. Ah, das habe ich noch gar nicht gezeigt, dieses U-Boot. Jungs, guck mal nach oben. Gronkh, hast du das U-Boot schon mal gezeigt? Nee. Dass hier gebaut wird. Ja, warte, 616, warte. Guck mal bitte nach oben. Voll geil. Geht mal Richtung Meer und guck nach oben. Nice, das U-Boot hier. Warte mal, ich komme mal zu euch. Ihr seid das Ding mit dem roten Ding. Einer von euch hat Kopfgeld, ne? Ja, sind, genau, das sind die. Über euch. Okay. 616, du musst ein bisschen noch rüberfliegen. Also wir sind gerade hier beim U-Boot. Ein bisschen nach links noch.
Könnt ihr, cool. Seht ihr das Meer gerade? Ja, ja, wir sind gerade bei euch. Okay, und jetzt einfach nach oben gleich gucken. Stopp 16. Ich nehme die Swipe. So, ich habe ein Cargo. Ah, geil. Ist er zurück. Cool. Achso, warte mal. Habt ihr ein Boot? Habt ihr jetzt ein Boot? Ja. Ich komme okay, habt ihr einen Cargo Bob? Ja. Yep. Nee, Cargo Bob haben wir gerade nicht. Doch, jetzt haben wir jetzt. Ah, ja, super. Einen. Okay, Avenger, pack die am Cargo Bob und bring die mal hier hoch. Ihr müsst euch unbedingt mal das U-Boot anziehen, wenn er mal in der Nähe seid. Entschuldigung. Die Tobi. Warte, Avenger, ich komme so schnell ich kann. Was machst du da? Vielleicht ist das Wasser. Noch, ne? Ja, mach ich öfter mal. Ach so. Wer sind denn die zwei, die das Icon 2? Seid ihr das? Das sind der Tobi und ich. Ach komm, zur Feier des Tages. Ja. Ja. Okay. So, und der Avenger und der Walle sind im Cargo Bob. Warum kann ich im Dings kein Maske anziehen? Das finde ich doof. Wer fliegt denn den Cargo Bob? Entweder Walle oder Avenger. Ich weiß nicht. Avenger jetzt. Okay. Ah, okay. Okay, Avenger, dann pack die mal und bring die hier hoch. Ja, so kann man euch gut packen. Ah, oder nicht. Oder auch nicht. Vorsicht, das. Pass auf. Pass auf, dass wir jetzt nicht wieder drehen. Ja, wir drehen uns auch die ganze Zeit hier, also. So, habt ihr es eingehabt? Perfekt, perfekt, Alter. So, Emil John, jetzt hoch und dann fliegen wir über die Stadt. Sitzen. Oh, wir kriegen es doch noch gebacken. Die da auch einfach ganz cool sitzen, so. Geile Nummer, Jungs, geile Nummer. Und dann uns noch abfallen lassen jetzt gleich. Ja, ja, über der Stadt. Oh, der dreht sich wieder so. Kann ich gegenlenken? Nee, ne? Lass einfach, das Boot nichts machen. Bei uns dreht ja, aber nachher fällt jemand raus. Nee, bei uns dreht das Boot sich auch die ganze Zeit. Ah, okay. Ich geh mal ein bisschen raus. Aber wir müssen hinterher, ne? Mehr. Hier, flieg mal ein bisschen hinterher, genau. Es wackelt da ein unten wenig. Musst du übrigens mal reingehen, Gronkh, in diese Werft. Da ist ein U-Boot, was gebaut wird. Ah, okay. So, Avenger, höher. Komm erstmal zu uns, Avenger, dass du auf eine Höhe mit uns bist. Oh. Ist besser. Okay. Können wir parallel fliegen. Ja. Bleib einfach ein bisschen stehen mal auf einen Punkt und flieg einfach nur hoch. So, der 616 bremst auch mal wieder ab. Das Boot einfach aussieht, ey. Ja, das ist so demoliert, ey. Das ganze voll. Sieht aus wie so eine abgeknickte Milchschnitte, ohne Witz. Oh, geil, Milchschnitte. Oh ja, ne? Milchschnitte ist immer gut. Ne? Ach so, nee, das war was anderes. Milchschnitte! Dieser Pinguin, Kinderpinguin. Der Tobi ist immer Milchschnitte. Der Tobi ist auch eine geile Schnitte. Elektro-Titte? Oh ne. Oh, wo seid ihr denn? Hat er seine Peitsche ausgepackt? Natürlich! Der Gronkh und sein Soundboard. Nein, ich lasse diese Witze jetzt sein. Alter, und ich sehe euch ganz klein. Was? Ich sehe gar nichts, Curry. Ich sehe einfach nur ganze Zeit unsere Köpfe wie die. Ach, ihr seid ganz weit oben, oder was? Ja, ja, dann muss der Avenger auch hin. Ich sehe euch ganz klein. Jetzt auch höher. Ah, okay. Und dann einfach da oben, ich sehe euch auch ganz klein. Einfach genau in Downtown fallen lassen. Hat man gerade ganz kurz gesehen, die Jungs da oben. Ja. Schön hier oben. Warte, ich spuche die Ego-Perspektive ist irgendwie cool. Das Boot zieht mich nur wieder runter. Ih, wer war Ego-Perspektive? Ja, das ist ganz cool. Taubenschiss? Nee, ich hab dir auf den Kopf. Vor allem, wenn man nach unten guckt. Ja. Ich will gleich fallen hier, ey. Boah, das ist so krass einfach, wie hoch das ist. Was sind denn die anderen? Seid ihr denn, Jungs? Boah, müssen, ey, weißt du, was echt geil wäre, wenn ihr als euer Boot droppt und ihr schlägt in unseren Heli ein und wir droppen weiter? Nee, ich würde es geil finden, wenn wir zeitgleich runterfallen würden, parallel. Das kommt schön, ihr denn noch höher? Ja, ja, wir sind ganz oben, wir sind ganz, ganz oben. Müsst ihr jetzt seid ihr am Limit, oder was? On top of the world. Am Limit. No, no. Und dann no, in der, no, in Downtown no, no. fallen lassen. No. Da gibt ja kein Limit. Nee, da gibt keins. Da gibt's kein Limit. Ach, der Gronkh. Ja, ich kann's nicht lassen. Ne? Es tut mir echt leid, ich kann's nicht lassen. Wenn der Gronkh mal irgendwo auf dem Amt ist oder so, antwortet er nur mit dem Soundboard. Wollt ihr den Antrag stellen? Yes! Und Amt, der war schon gut. Ja, ne? Der war gut. Das Amt kommt zum Gronkh. Ja, nee. Nee? Nee. Die wissen ja nicht, wo der wohnt. Gibt keine GEMA-Probleme, oder? Nee, glaub nicht. Also alt. Ist doch schon ein Kulturerbe. Geh mal weg! Der was? Alter, wenn ich ja da so runter gucke, ganz ehrlich, ich möchte nicht in so einem Scheißboot. Ich sehe euch noch gar nicht, ohne Scheiß. Wo seid ihr denn? Doch, man kann euch sehen. Wir kämpfen uns nach oben. Ich sehe euch auch. Ihr seht mal ganz oben an der Spitze da. Was machst du denn für eine Kameraperspektive? Kleiner brauner Fleck seid ihr. Ganz normal dann unterm Heli. Unterm Heli? Unterm Heli sehe ich einfach nur deinen Kopf die ganze Zeit, wie du die ganze Zeit hin und her schaukelst. Wie wir wackeln. Ja. Wir fallen wie der Benny die ganze Zeit hin und her geschleudert. Aber ihr auch. Bam. Bam. Oh ja, dreh mal die
Dreh mal den Bart. Ja, auf. Jetzt geht's ab. Erinnert mich ein bisschen an Josh Cause in diesem Zeppelin. Mhm, stimmt. Wo wir da alle hangen. Das war super lustig. Der knappe Sauerstoff macht mich müde hier oben. Ich finde das so geil, wie wir hängen. Ja, wie die alle ganz so. Als wenn hier irgendein geiles Lied läuft, ey. Ja, mach mal ein geiles Lied an gerade, das passt ganz gut. Wrong, mach mal deinen Sound, ja? Mach mal ein geiles Lied am Start hier, komm. Hast ja, das Problem ist, ist ja alles GEMA, sonst werde ich hier einfach mal das andere machen. Wie wär's denn hier mit? Warte. Jawoll! Boah, Alter, Play Massive! Get Massive! Ganz, 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 ganz gefährliche Nummer. Musste ganz, ganz dringend schnell gehen. Oh mein Gott. Ja, ja, aber bei Rocky-Dinger musst du übelst aufpassen. Ja, natürlich. Ja, wir haben unsere eigene Version gemacht. Oder so. Ja, aber das ist ja egal. Ach so, und GEMA trackt selbst dann Parodien teilweise, Alter. Weil du nutzt ja irgendwas von dem Song. Du kannst ja nicht einfach sagen, ich nehme jetzt. Aber wie hoch seid ihr denn? Die kannst du natürlich kurz anspielen, dann drücken die meisten Auge zu. Und bei vielen Leuten wird es einfach nicht getrackt. Aber wenn das manuell wäre, cool. Ihr werdet langsam ja, aber hier war es ja easy. Okay, da unten, ihr seid schon. Alter. Jetzt siehst du die auch. Wie hoch seid ihr denn zur Hölle? Ja, wir sind ja, richtig hoch. Ich glaube, wir sind so hoch, wie es geht. So hoch, wie es geht. Sind pass auf den Mond! Ja, es ist immer niemand im Mond! Größer. Was also das irgendwie hier? Verändert sich nichts, oder? So kommt der Gronkh jeden Morgen ins Badezimmer. Das ist die Crew-Musik, Alter. Das ist das Crew-Intro. Genau. Oh, geil, ey. Ich weiß die ganze Zeit Erfahrungspunkte. Fahren mit anderen Spielern. Ja. Oh, ich bekomme gar nichts. Boah, Alter, ich lese erstmal ein Buch. Sag Bescheid. Welches denn? Krass. Und, ist egal, Telefonbuch ist mir Wurst. Das dauert Ewigkeiten, ne? Wir sind aber schon über den Wolken. Runterkommen, das reicht doch. Nein, komm, wenn schon von ganz oben. Aber ihr fliegt immer höher auch irgendwie. Ne, wir können ja nicht mehr höher. Wir sind am Limit, Mann. Ey, wenn das kann doch nicht fliegen, sein. Sind wir beim Mond gleich. 5 cm heben wir hier noch ab. Sind am Limit. Am Ey, Limit. Wir sind so am Limit sind wir. 16 fliegt man ein bisschen näher an die. Also nicht von der Höhe, sondern einfach nur von dem Standort. Ich spring dann einfach wieder aus dem Heli raus und flieg neben dem Boot entlang. Ich glaube, ich hab die noch nicht einmal gesehen, ey. Kommt ihr überhaupt höher? Vielleicht kann ich ja im Flug ins Boot fliegen. Ja, eigentlich schon. Also wir sind jetzt über den Wolken inzwischen, aber es dauert halt ein bisschen, ne? Über den Wolken. Ja, aber irgendwie kommen wir gar nicht wirklich näher. Muss die Freiheit vor Grenzen los sein. Was? Der Wald, was? Nee, das war ich gar nicht, der was gesagt hat. Ach, da sind die, da ganz unten, nee. Jetzt sehe ich sie. Das ist okay. Du bist da hier, die ganz unten sind. Ach, du Scheiße. Okay, Sarazar. Grandpa. Ist gut, Grandpa. Nee. Pass auf dein Alter auf. Du weißt die Wolke ja. Sieht aus wie ein Totenkopf. Guck mal, so wie so ein Totenkopf von so einem kleinen Äffchen. Du hast ja immer eine Maske auf, wenn du im Livestream sitzt. Da, guck mal, wie so ein Totenkopf von so einem Äffchen. Seht ihr das? Hm? Ja, das kann sein. Mir reizt es. Ich spiele eine Runde Sonic. Ich glaube, ich springe jetzt ab. Das ist gut, das Soundboard, gerade für so eine Low-Phase, wo wir eigentlich hier voll Oberlame hoch. Ich dachte, das geht ja ein bisschen schneller. Ah, aber ihr werdet größer, ihr kommt auf jeden Fall näher. Ihr kommt auf ganz jeden Fall näher. Langsam. Aber es da läuft. Euch jetzt wieder gerade. Es läuft. Wir wachsen über uns hinaus. Es läuft. Wie hoch geht denn das? Ey, läuft. Mann, es geht sehr hoch. Ja, ich sag mal noch 2 Minuten, dann seid ihr auf der Höhe, glaube ich. Du bist da unten gerade, seht ihr das? Nee, aber jetzt seid ihr richtig. Aber es geht jetzt schneller bei euch. Da unten ist so ein Fleck, seht ihr den? Ja, so ein Kackfleck da unten. Mir reißt der Schleck aus. Tschüss! In den Wolken. Ja, das wär's, Alter. Das wär's. Voll die Arschaktion, Granate zücken. Voll der Assi so. Kannst du die Granate zücken? Nee, ich will's nicht ausprobieren. Ey, hört ja auf mit Granaten und so. Das haben wir jetzt die ganze Zeit hier gemacht. Ja, sagt der Dennis! Genau! Verkehrte Welt! Der hat die Ohren stutzen lassen. Oh. Alle, wenn der Stream ist, ne? Wir fangen den Stream an, indem mein Fuß in deinem Arsch steckt. Der hat überhaupt gar keine Sägeohren, der Dennis. Oder doch, extrem, extrem. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute Sägeohren haben. Nur, dass die Puppe, weißt du, diese blöde. Ja, der Sarazar macht den ganzen diese Tag blöde Elfenpuppe. Der macht den ganzen Tag Witze über Sägeohren. Der Dennis sieht einfach. Kind hatte ich sogar ein bisschen Sägeohren. Der Dennis sieht einfach aus, als hätte er den ganzen Tag so eine Mickey-Maus-Kappe auf. Und wenn er rennt, dann pfeift es, ne? Und früher wurde er Dumbo genannt. Weißt du, da macht er jetzt alle mit, ne?
Playmassive GmbH, bei uns gibt es Mobbing garantiert. Schön. Leute, ach guck mal, jetzt ist ja auch genug Geld dafür. Ja, die 2,50 Euro da. Komm, 5 Euro, letztens war doch Gehaltserhöhung. Ja, hast du recht, Gehalterhöhung. Gehaltserhöhung, Gehalt. Nicht Gehalt, mal ein S haben wir wirklich dafür. Nee. Das war das kostet extra. Hoch. Das war es kostet wieder 5 Gehaltserhöhungen. Weißt du, wollte der über 1,80 Euro Stundenlohn, ey. Ja. 1,75, ich habe 1,75 gefordert, weißt du, der Walle saß in seinem Büro. Hallo. Ihr seid das Geile ist, dass die Leute jetzt schreiben, kriegt Dennis wirklich nur 1,75 die Stunde. Ja, ist ehrlich so. Also ich bin wirklich... Hey, wir haben es geschafft. Hey. Jetzt, warte, und jetzt können wir auf drei springen die Piloten raus. Alter, auf drei springen die Piloten raus. Das wär's. Wir müssen über die Stadt, weil wir jetzt sind über Wasser, das ist ein bisschen öde, über die Stadt. Nee, ist doch cool. Über Wasser ist doch öde, da klatscht halt einfach auf und das ist gut. Ich glaube, das geht eh nicht kaputt. Komm einfach darüber fliegen, ist ja nicht weit. Geht in der Luft in der Höhe ganz schnell. 16 Meter rüber. Oh weia. Guck mal, wie schnell das geht. Guck mal auf die Karte bitte. Gut, schnell ist was anderes. Wrong, ey. So Ungeduldsperson, du. Guck mal, wie schnell das geht. Wir sind schon da. Und dabei den Kopf auf den Tisch hauen. Genau. Aber endlich haben wir hier mal wieder eine echte Challenge. So nimmt die Playmassive Leute immer ihren Beat auf. Ja. Warum fliegt der so weit? Ihr müsst doch gar nicht so weit. Stopp. So, hier ist der Punkt. Wir sind gleich da. So, Avenger, langsamer werden. Höher kommen. Komm hoch, Avenger. Komm zu Daddy. Wie der Dennis immer die Österreicher anbaggert. Ja, schrecklich, nee. Ey. Wobei mit, ja, egal. Nur weil es sich das so nicht aristokratisch anhört. Weil du manchmal sagst du Wörter, die du wahrscheinlich gar nicht kennst. Doch. Also willst du mir damit sagen, du kennst das Wort nicht, oder was? Der will jetzt, dass du es erklärst, aber das ja, war so ein Test. Wort. Aristokratisch bedeutet so etwas wie adelig. Ah ja. Und wenn ich dir jetzt erzähle, was adelig bedeutet, dann dauert das zu lange. Erklär mal bitte. Folge. Nee, das springt in eine Folge, mein Kennst du nicht Aristocat? Kennst du blaues Blut? Ja, ja. Der läuft bei dir, ne? Ich meine nicht True Blood, yo. Yo, was geht? Okay, jetzt kommt auf die Höhe, dann machen wir mal King hier. King of Queens? Natürlich, Alter. Er ist der Adelige zum Beispiel. Oh nein, Alter. King of Queens? Wer ist denn der? Ja, wegen King of Queens. Oh, Alter, ey, der war so schlecht, da muss man sogar drüber nachdenken. Alter. Deswegen war er ja recht intelligent, weil du drüber nachdenken musstest. So, ich würde sagen, wir mal auf den Kopf hauen. Ey, ihr seid wieder ganz weit unten, oder? Ne, die kommen jetzt wieder höher. So, Avenger 616, jetzt ein bisschen mehr. Wo seid ihr denn? Ich mach euch gar nicht mehr aus. Sonst sind wir 2030. Hinter euch. Wir steigen auf gerade die ganze Zeit. Ah, stopp. 616. So, und ihr hört euch mal, ihr müsst nur höher. Nicht nach links, nach rechts, einfach nur hoch. Es wird das Boot so. Okay. Okay, warte, jetzt ist gut. Nur noch hoch. Ach, da seid ihr. Okay. Nur noch hoch. Und dann auf 3 machen wir das, wenn ihr auf der gleichen Höhe seid. 616, ein bisschen näher. Stopp. Schon reicht. Okay, jetzt müsst ihr nur noch ein bisschen höher. Oh. Avenger, woher kommst du eigentlich aus? Die Reise nähert sich am Ende. Jetzt ist Hammer. Aber da kann ich keine Fragen stellen gerade. Okay. Hammer-Time. Eins, einfach loslassen dann. Ja. Eins, zwei, drei. Ein Boot fliegt allein. Alter, wie schnell ihr kleiner werdet als ich. Alter, das ist immer Spaß. Alter, das ist ja der Mega. Ja, mach ich. Passiert nichts. Auf unserem Boot sind mehr Leute, glaube ich. Und wie sieht's mit den... Ich hupe noch. Oh, Alter, ihr zuckelt. Wie geil das gewesen wäre, wenn wir in den Pool gefallen wären. Alter. Ah, nee, doch nicht. Wie geil das gewesen wäre, wenn wir in den Pool gefallen wären. Scheiße. Alter, so viel schneller als ich. Also ich gehe da mal nach Hause. Ja, mir reicht's auch. Tschüss. Der Pool ist leider zugedeckt. Wir sind ja eigentlich im Pool gelandet. Ja, oh Mann, hat der Dennis mich noch getötet. Ich bin immer noch am Fliegen. Ey, was geht mit dir? Hast du gekifft oder was? Was machst du da, Breakdance? Ey, warte mal bitte. Jetzt. Der Curry hat bei mir gerade voll rumgeglitscht. Der ist bei mir gerade auf dem Boden mega. Kopf gedreht. Wo seid ihr? Mann, wieso komme ich hier nicht durch? Ich habe irgendwie verloren, weil die Boote viel schneller waren. Das waren meine Moves. Boah, was du drauf hast. Aber sag mal, Alter, Tobi Drecksau, der weiß, wie es geht. Ja, klar. Ja, wie nennt man die Spezialkombination eigentlich? Hey Leute, ich will jetzt kein Spielverderber sein, ne? Aber wir müssen mal Folgenpäuschen machen. Ja, mal wieder. Ja. Ne? Ja? So.
Hallo? Ja, da tut der Gronkh wieder jetzt so. Da. Hallo? Hallo? Boah, ich spiele nicht mehr mit dem, ey. Ja, liebe Freunde, so viel dazu hier. Where's the fish? Where's the fish? Hyper, hyper. Oh, much is the fish. Also ja, Freunde, das war ja eine Stunde Vorbereitung für zwei Minuten in Runterfallen. Ja, hör mir auf. Und wir leben noch. Cool. War aber und cool. Wir leben noch. Ja, das und ich habe einen Kleinwagen gestohlen. Das Geile ist, wir wären beinahe in den Pool gefallen. Wir sind ja im Pool gelandet, nur der war zu. Nee, der Pool war daneben. Wer steht denn herum jetzt gerade so? Doch, das war auch ein Pool, wo wir drauf gelandet sind, weil da war auch so eine Leiter. Wetten, er tut es? So, was Freunde, denn? Das war die Folge von heute. Ja, das ist der Gronkh, wie man ihn kennt, ne? Ja, ach ja. War auf jeden Fall eine schöne Folge. Oh, geil! Wie geil hab ich dich denn da umgehauen? Das war überlustig. Jungs möchten sich nicht von euch verabschieden, merkt ihr das? Nee, ja, wir verabschieden uns. Ach ja, tschö! Ciao! Ciao. Nee, macht gut, schönen Tag noch. Wenn er nicht viel Spaß noch, so, ne, Freunde? Viel Spaß noch. Und, Feige, und du musst alle wegrennen. Mit dem Auto ist er mutig, ich kann's nicht beenden. Mit dem Auto ist er mutig. Ich überfahr nochmal hier. Cool. Na gut, in der nächsten Folge stürzen wir uns alle auf Play Massive und bringen ihn 10-mal um. Oh, das haben wir noch nie gemacht. Das ist was Neues auf jeden Fall. Eine geile Challenge. Ja, mal eine ganz neue Challenge, die sich die Jungs ausgedacht haben. Ja, ich bin begeistert. Die kreativen Füchse, die. Ja, weißt du, es muss ja einen Saraza geben, den sie hassen können. Ja, es muss ja einen Heideltraut geben, es muss ja einen Gronkh geben, den sie lieben können. Bitte was? Lieben können. Was? Lieben können. Ich irgendwas verpasst. Ein Heideltraut kann man nicht lieben, das ist genetisch gar nicht möglich eigentlich. Natürlich. Ne. Jeder, der auf der Welt geboren wird. Der Heideltraut tut mir schon leid. Ja. Ich weine nicht. Fein doch nicht. Da wollte er mich wieder umfahren, ich weiß genau. Störung. Oh, Störung im Gesicht. Tschö. So, auf jeden Fall, Entschuldigung, wir waren hier gerade ums Spiel. Ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine interessante Challenge heute. Schön, dass wir es mal gemacht haben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bye, bye.